Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Aus dem Olympiapark vorgegangen ist. Wir waren hier schon öfters. Eine Seite ist diesmal vorgegangen. Passt perfekt, weil letzte Woche war Kanimani. Jetzt vorgegangen, hoffentlich nächstes Mal Endivir. Hier ist gerade eins geflohen, echt traurig. Kein guter Start fürs Video. Ich check mal die Lage, drehe ein paar Sachen für die Videos und dann müssen ein paar Leute noch kommen. Diesmal haben mich viele Fans angeschrieben, ob ich heute was mache. Schauen wir mal, wer alles kommt. Ich habe den allen gesagt, dass ich heute beim Folgegenest bin. Dann schauen wir mal. Zweiter Versuch, da war noch einer zum Glück beim selben Stop. Der andere hatte unter 100 CP, ist aber geflohen. Der hat 422. Great, schauen wir mal, ob ich jetzt meinen ersten bekomme. Also nicht meinen ersten, aber meinen ersten aus diesem Nest. Nee, sieht nicht so aus. Die machen Faxen, die Vögel. Und wieder nicht. Ich glaube, ich muss es echt mit Timmy Berge probieren. Gelbe Berge läuft hier heute irgendwie nicht. Aber das Nest scheint groß genug zu sein. Mein Gott, der ist immer noch nicht. Ich weiß nicht, was heute los ist. Keiner bleibt drin. Ja, endlich, der erste. Heute machen die Faxen. Ich weiß, hoffentlich bleibt das nicht so den ganzen Tag. Ansonsten wird es echt leidend. Nächstes Folge. Direkt beim Stop the Sun. Ich kann das aber nicht sehen hier. Aber hier sind allgemein sehr viele coole Wandgemälde. Murals, keine Ahnung. Echt faszinierend. Ich schaue mir gleich noch ein paar an. Echt coole Sachen. Schauen wir mal, ob das Pokémon-Teil vom letzten Mal noch hier ist, wo ich und Tati hier waren. Okay, der hat diesmal keine Faxen gemacht. Perfekt. Noch ein Folge. Nein, jetzt ist er erst. Achso. Der Kollege ist gerade gekommen. Er hat gerade sein erstes gefangen. Schauen wir mal. Ich schau gleich auf die Map. Ja. Ich habe halt Probleme mit denen. Ich bleib nie drin. Hab mich auch schon gefragt. Er meinte, das Glumanda-Nest davor war größer. Das sagt daran, dass Glumanda auf beiden Seiten war. Es gibt immer Olympiapark Nord und Süd. Manchmal ist es. Beides dasselbe Pokémon. Diesmal ist es getrennt, Knuffenser und Vollgiggle. Ich versuche nach den Vollgiggeln. Wir sind jetzt in diese ZHS, Zentralhochsportschule, da gegangen. Es wird eigentlich immer bewacht. Da darf man eigentlich nicht so einfach rein. Also, ich war hier schon mal mit Dimi. Da war Security. Hat uns freundlicherweise durchgelassen, aber heute ist irgendwie alles offen. Aber da darf man ja durch, ganz normal. Schau mal, die gehen ja alle durch. Ist ja kein Industriegebiet. Ja, wie kommen wir da runter? Da oder einfach was? Einfach hier, ja. Oh mein Gott. Ist das nicht zu steil? Geht schon. Oh mein Gott. Also ich wäre fast ausgerutscht. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ich leide ernst. Okay. Also Dimi meinte gerade, man darf einfach so durch. Aber das darf man natürlich nicht. Oh mein Gott. Da ist jemand am Eingang. Das ist etwas Security, aber okay. Ja, Security. Und sie hat uns gleich darauf hingewiesen. Ja, man muss einen Ausweis vorzeigen. Aber sie war verständnisvoll, als sie gesagt hat, wir wollen nur kurz was fangen gehen. So ist es. Keine Ahnung, was los ist. Hab eigentlich auch gehört, dass man eigentlich nicht so reinkommen kann. Also, wir tun es trotzdem. Da vorne links müsste es dann sein. Gefunden. Wieder gelbe Berge. Hat nur Stress mit den Vollgegangen.
Okay aus, aber keine Ahnung, wofür das genau ist. Weiter geht's. Hast du ihn? Ja. Vorgegangen. Und auch noch einen Abgas entdeckt auf dem Weg. Da vorne. Das holen wir uns auch. Schauen wir mal. Okay, der hat keine Faxen gemacht, endlich. Oh, Teddy Urs ist auch nicht schlecht. Ja. Immer gut. Kann ich meinen 100% Teddy Urs pushen? Easy. Fotoshoot. Aber auch noch. Jetzt geht's ab. Man kann nicht klagen. Wir haben letztens ein richtig krasses Abra gefangen, 100%. Ja, Mann, der war echt krass. Kann man immer Candies gebrauchen für den. Falls ich treffen würde. Okay. Alles ist klar. Ah, fuck. Für Labras brauche ich 2 Hände. Labras brauche ich. 237? Ja. Nicht schlecht. Ja, ich brauch's ja nicht. Ja. Von dem 96% Folge gehört. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt der erste, der kommt, aber war es doch nicht. Hat nur 84 WP oder so, echt traurig. Hätte wenigstens 100. Alles andere ist eine Enttäuschung für mich. Wo wir dann über den Zaun klettern mussten. Nicht noch einmal. Hobellupf. Rechts von uns. Ich habe aus Versehen aus Reflex die Gurte geworfen. Haben wir noch einen anderen Trainer. Heute echt viele Trainer wieder gesehen. Es geht wieder ab. Zum Glück ist er rausgesprungen bei mir. Jetzt kann ich gelbe Berge werfen. Der andere geht noch. Ja, stimmt. 80. Also mein Kollege hier will ihn trotzdem entwickeln. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da sind noch mehr. Alles fleißige Map-User. Weil auf Sightings ist er nicht, also nur Leute mit der Map finden den hier. Praise. Battle Defense. Was wird noch was? Thank you.
gerade erst dein erstes gemacht. Das war's vom Folgegenest. Kann ich nur empfehlen. Ich habe über 200 Candies gemacht. Man kann auch in das Gebiet rein. Es ist offen ab und zu. Ich weiß nicht, wann es offen ist und wann man dann nicht rein darf. Ansonsten entwickeln werde ich jetzt irgendwann, wenn das Event mal angekündigt wird. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon einen Tanupta habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt uns rein, Videos ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist your business.